Das sind halt jetzt drei. Wieso kommt jetzt die Musik? Das war doch was. Dann schnell weg. Okay, kritisch hat ihn anscheinend doch ein bisschen geplättet, den Guten. Hat ihn nicht ganz so gut bekommen. So, ja, den halt zu töten ist nicht ganz so leicht. Ich schau mal hier. Also an sich würde ich den in real, also in realen Leben würde ich ihn lieber hier angreifen, weil seine fette Axt kann er hier wirklich überhaupt nicht gut verwenden. Und ich halt mit meinen zwei Dolchen komme halt besser an ihn ran und so weiter. Aber das ist hier leider nicht ganz so easy. Warte, kann ich den auf einmal töten? Ich glaube nicht. Das ist immer so, ja, jetzt. Das ist immer so doof, wenn dieses Hinschleichen nicht funktioniert. Ach ja, macht einen Roundhouse Kick. Guten Tag. Au. Alter, da macht wirklich nur zwei Shots und ich bin tot. Also da war es jetzt wirklich blöd, weil ich war Half-Life, glaube ich. Aber ich habe eigentlich klar, gerade bin ich ausgewichen, dachte ich. Ich wusste auch nicht, dass da gleich eine Treppe ist. Kacke. Sorry. Oh, das ist einfach nur dumm. Mach dich bereit! Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Vor allem bei den Fetten da. Vor allem bei den Dicken. Rennt er schon wieder? Er hat gerade irgendwas gesagt von wegen, er braucht Wasser. Warte mal. Die fackeln sich echt immer gegenseitig ab. Das ist ein bisschen seltsam. Und der geht jetzt irgendwie weg. Jetzt roll dich doch ab. So, ich werde mal kurz mich um den kümmern, weil ich glaube, den muss ich auch töten.
Bye bye. Oh, fall durchs Knie. Aua. Gut, dann kommst du mal, keine Ahnung, mit mir ins Gebüsch. Und dann gehen wir wieder hoch. Ich glaube, die haben sich auch wieder ein bisschen abreagiert. Ich versuche mal, den hier reinzubekommen. In den. Ja, komm. Komm hier. Ja, fein. Da kommt, glaube ich, davon ein zweiter. Ich glaube, den kann ich nicht in One-Shot killen. Na ja, probieren wir jetzt mal. Ja, komm. Nicht so schüchtern. Von hier aus kann ich dich nicht töten. Ich habe Leute für weniger getötet. Bleib gefälligst stehen! Warte, ich dachte schon, der will mich schon wieder verarschen. Aber es ging. Pfeile. Was mache ich mit dir? Warte mal. Ich nehme mal das da. Er hat es nicht gehört. Er hört es nicht. Dammit. Ich will ihn hier raus haben. Auch einer. Also viel Schaden mache ich nicht. Entschuldigung. Ich benutze halt immer die ganze Zeit meine Adrenalin. Das ist ein bisschen blöd. Also beziehungsweise bei dem hinten musste ich ja meine Adrenalin benutzen, damit ich ihn überhaupt töte. So, jetzt du, mein Schatz. Okay, bis zur Hälfte. Okay. Dann renne ich mal kurz raus. Ja, ich bekomme Hilfe. Ah, sorry. Ich wollte nicht gegen dich. Hilf mir. Athena, bitte. Athena for the win. Sehr schön. Du hast meine Athena-Freund getötet. Ja, Mann. Ha. Noob. Oh, es tut mir leid. Du hast sehr wacker gekämpft. Sehr wacker. Alter. Okay, jetzt darf ich definitiv nicht mehr sterben. Jetzt darf ich nicht mehr sterben. Tuch des Reisenden. Danke. War der für euch auch so problematisch oder bin ich einfach nur dumm?
Also wahrscheinlich beides, aber... Ach du Quake! Was ist das denn? Hat etwas gedauert, aber du bist angekommen. Junge, Junge, Junge. Wie soll ich da denn heimlich bleiben? Oh, den da schmeiße ich am Ende runter. Also ich drehe den runter. Okay, ich warte, bis der kommt. Dass der mich nicht sieht. Ist schon lustig. Aber ich warte, bis der kommt, dann töte ich ihn. Und dann töte ich ihn und dann mache ich mit denen ein Dreier-Attentat. Die Frage ist, ob er mich hier kommen sieht. Oh nein, ich sehe mal nach. Nein! Okay, speichert, dann musst du dich wieder töten, falls du stirbst. Ah. Aber kann ich hier einfach so speichern? Nee, ich muss ja nochmal raus. Okay, aber bevor... hier wird es mir zu voll. Schnell, 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 bevor du entdeckt wirst. Ja, ja, jetzt wissen sie Bescheid. Also ich erkenne einen Auftragsmord, wenn ich einen sehe. ich bezweifle es. Hier bei mir ist nichts. Oh, und jetzt hier so eine Bombe droppen. Sehr lustig. Gut, dann kümmere ich mich mal um den Buschel. Sehr schön. Okay, jetzt hier noch einen. Da unten ist noch einer. Das scout ich mal. Da ist noch einer. Ja, die muss ich noch mal neu machen. Ja, da draußen, das interessiert mich nicht. Gut. Ich bleib mal hier und erstmal ein Ferrero Gnucci. Na? Mampf, Mampf. Entschuldigung. Warte mal. Wie viele kann ich auf einmal machen? Kann zweimal verkettet werden. Ach so. Warte mal, hä? Ach so, einmal verkettet und nächstes Level zweimal. Ach so, dann hätte ich das ja eh gar nicht machen können. Zu weit weg. Damit jetzt steht da der Einzelne und der überblickt alles. Das ist ein bisschen blöd. Aber okay, dann mache ich den Einzelnen. Yeah.
Irgendwie kann sie nicht wirklich gut runter. Hi. Du bist ganz wütend. Die haben mich jetzt gefunden, ne? Ja. Na gut. So. Ah, das ist kein Problem. Das ist nice. I like it. Die Musik ist auch richtig, richtig schön. Ups. Hier bist du da? Jawohl. Ach, der will auch mitmachen, oder? Wieso ist er nicht froh, dass ich seine Sklavenhalter töte? Ach, da ist der nächste. Warte, warte, gleich. Gut, jetzt bist nur noch du da, oder? D-U-D-A. Ich glaube, jetzt mache ich das, was Dimmy gesagt hat. Und zwar, ich gehe mal kurz raus und speichere. Weil das ist ja auch so ein Dicker. Also an sich, guten Tag, an sich muss ich ja nur schaffen, den in, also in Müll zu werfen, so ungefähr. Also runterzutreten. Wenn ich das schaffe, ist alles gut. Komm her, komm her, komm hier. Cooldown, cooldown. Damn it! Ah, diese. Da. Ah. Komm her, komm her, komm hierher. Ja, ja, ja. Und er fällt. Gut. Ach, jetzt halt, tut nicht so traurig. Hä? Und treten! Ach komm. Du kannst auch treten? Geh mal von der Wand weg. Ich will dich treten. Ja, dann trittst du mich. Au! Hör mal auf hier. Das ist nicht sehr freundlich von dir. Ja, dann schnetzle ich dich halt. Oh, hey. Ah, Tobi hat Spaß. Haha. Maybe. So. Ja, nice. Waren das alle? Doch, ja. Und da ganz unten. Da ganz unten ist, glaube ich, ein Schatz drinne. Innen drinne. Danke.
Pentelikon findet man den reinsten Marmor. Igitt. Jagdkapuze. Das klingt so, als würde als würden da meine Jägerskills hervorkommen. Kannst du da hoch? Nee, da kann sie hoch. So, sehr schön. Aber ich bekomme immer noch keinen. Ich bekomme kein Siegel, ne? Hier dafür. Das ist echt blöd. Schatzgipfel. Es gibt hier sehr viele Schätze. Raufboldgürtel. Der passt ja sowas von vorne zu mir. Guten Tag. Oh, Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Weil es zu dunkel war. So, jetzt. Wuhu. Komm. Loot, loot, loot. Loot, loot. Loot ist gut. Jetzt weiß ich, warum es Loot heißt. Weil es sich reimt. Oh, da oben ist ein. Ist ein Brief. Entschuldigung, ich will mal den Brief. Mörderischer Ausblick. Griechische Welt, Attika sucht. Suchst du die besten. Achso, okay. Da unten sind noch Gefangene. Und wieso muss ich wieder pinkeln? Das nervt. Entschuldigung, Entschuldigung, ich will dich nicht runterschmeißen. Ich mache das auch mal auf. Was dann unsichtbarer drin ist, weiß man ja nicht. Alter. Bonnie, die muss halt genau neben den. Alter. Ja, als Motivation, ne? Okay, noch ein Schatz, der ist oben. Gürtel des Ares, da oben ist er. Oh. Was? Der Dicke hatte nichts dabei, nur ein paar Drachmen und Edelsteine. Das ist ja. Das ist ja ziemlich mau. Oh, hier Pfeile, das brauche ich auch. 8 normale Pfeile, sehr schön. Das. Super. So. Dann wollen wir mal. Ach, da. Nee, das da draußen gehört doch nicht mehr hier rein, oder? Sondern hier, der da gehört da rein. Einmal hier eine Truhe aufbewahrt, ne? So, Ort abgeschlossen. Aber wir haben kein Siegel. Ah, das nervt. Entschuldigung. Ich weiß echt nicht, wo die Siegel sind. Und wir haben neue Fähigkeiten bekommen. Einen Fähigkeitspunkt. Ich würde sogar den da machen. Ja, wobei. Also der macht ultra viel Spaß. Bogenbeherrschung ist auch extrem wichtig für meinen Spielstil. Drücke F und eine Asse üben für einen Niederschlag. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge werden um 30% erhöht. Und wenn ich das nochmal aktiviere, bekomme ich 50 für kritisch. Das ist natürlich nice. Speerstufe 5. Okay. Präzise Attentate. Okay, okay. Das ist, glaube ich, das, was ich brauche. Wobei. Also, präzisen Attentat-Ding, da bekomme ich 50% des Attentatsschaden mehr. Und hier bekomme ich 10%. Beziehungsweise 25% und halt Adrenalin.
ist halt auch nice. Was gibt es denn hier? Klamm heimlich, töte lautlos, verringere die Geräusche deiner Bewegung und Attentate. Ist super. Zeit verlangsamen ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich glaube, ich präzisiere mal meine Bogenbeherrschung, weil ich sehr viele Kopfschüsse machen will. Beziehungsweise ich will halt, wenn ich Kopfschüsse mache, dass die auch tödlich sind. Und da bekomme ich 20% mehr dafür. Also quasi bei Kopfschuss 20% und bei normalen Schaden quasi 10%. Ich glaube, das ist für meine Spielweise doch sehr attraktiv. So, was bekommen wir hier? Hier haben wir wieder 6% Jägerschaden. Oh, der ist besser. Attentatsschaden, Jägerschaden und Schaden, okay. Überredet. Jägerschaden, Attentatsschaden. Das mache ich mal weg. Das mache ich weg. Das mache ich weg. Das mache ich weg. Und das mache ich. Ich will mal schauen, wie das aussieht. Das sieht eigentlich auch schon cool aus. Da müssen wir unsere Ausrüstung ein bisschen. Oh, Jägerschaden. Unsere Ausrüstung ein bisschen anpassen, also ein bisschen goldbläulich, wenn das geht. Kriegerschaden lasse ich nochmal da. Okay, der ist geil. Alle Pfeile durchschlagen Schilde und 30%. What? Ich habe jetzt 30 Stunden in Valhalla dafür. Dass ich kaum Zeit habe für das Spiel, ist das echt viel, ja. Aber an sich, wenn man so jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so reinsetzt, dann geht das auch super schnell. Alter, das ist ein richtig, richtig guter. Aber okay, da brauchen wir den Athena-Heldensatz. Also da brauchen wir noch 5. Um eben alle Pfeile durchschlagen, Schilde. Das ist sehr attraktiv. Kriegerschaden brauche ich nicht und Elfe mehr Rüstung ist jetzt auch nicht die Welt. Also Kriegerschaden, Gesundheit, Dankeschön. Griechischer Held, 30% auf alle Widerstandswerte. Ist auch nicht so schlecht. Okay, da werden wir das auf jeden Fall machen. Kriegerschaden, Gesamtrüstungswert. Chance auf kritischen Treffer. Schon mal ganz nice. Also dann machen wir mal den weg. Attentatsschaden ist auch nice, aber 47 jetzt schon nicht ganz so wenig. Giftschaden und Schwächung. Nee, ich glaube, das ist am besten hier. Was haben wir hier? Jägerschaden auch. Kriegerschaden mit 21 mehr. Und hier Kriegerschaden, Gesundheit und Gesamtrüstungswert mit 39 mehr. Das ist natürlich auch sehr attraktiv. Gut. Das sieht doch mal ein bisschen assassinenhafter aus, oder? Würde ich sagen. Wenn du die Schildbrecher-Ability hochstuft, könnte das gut sein. Könnte das gut sein? Was könnte. Auf was willst du hinaus? Wenn du die Schildbrecher-Ability hochstufst, könnte das gut sein. Sorry, ich habe gerade sehr viel vor mich hingelabert. Ich weiß gerade nicht, worauf du das beziehst. Ich würde sagen, also hier ist ja alles befriedet, ne? Das heißt, ich werde jetzt mal das einfach so lassen und ganz kurz pinkeln gehen und dann geht's weiter. Bis gleich. Piep, piep.